Black Dolphins. Reagier auf den Play-Button. Ich reagiere auf Black Dolphins erstmal. Den Play-Button haben wir noch nicht. UFO setzt anscheinend Qualität an, weil Black Dolphin-Videos sind nicht günstig. Das sind teure Macher. Teure, sehr teure. Ja, okay. Ja. Leute, ihr habt uns genockt mit dem letzten UFO-Ding. Wir haben nicht drauf geäckelt, weil wir es einfach vergessen haben und weil der gute Herr es auch nicht wollte. Jedenfalls, ich habe ihn diesmal überzeugt, wir müssen auf UFO reagieren, weil er ein Vorreiter in Deutschland ist und das ist eine gewisse Pflicht. Weil er prägt viele Rapper in Deutschland. Und schauen wir uns mal an, was er macht. Weil er hat diesmal auch einen sehr, 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 wie soll ich sagen, einfallsreichen Titel. Rich. Also, reich. Philosophischer geht's nicht an der Stelle. Krass. Let's go. Ich muss kurz innehalten und darüber nachdenken. Das ist es ein geht Synonym zu Flex. Flex. Der guckt immer. Immer mal den Blick und diese Spucke. Wir können nicht reden, weil du nicht mein Status hast. Siehst du, wie ich lebe? Ja, ich hab da Tag und Nacht. Schönes Klavier, okay. Wunderschönes Klavier. Gefällt mir das ja, und direkt ein sehr schöner Reim. Status hast, Tag und Nacht. Finish, Baba. Ja, du hatest dich, aber während ich den Bravos pack, mischt dich nicht in Dinge ein, von denen du keine Ahnung hast. Kein Louis Dicker made in China. Ist das nicht ein Selbstdiss? Ja, vielleicht auch diese Bodenständigkeit-Vibes. Ja. Achso. Aber das, der Titel heißt Rich. Sympathik. Oder sind wir gerade wieder dumm? Vielleicht nimmt der Rich auseinander gerade. Ja, ja. Vielleicht dumm. Ey. Aber ich find's gerade geil. Das hat wieder. Der macht wieder diese ruhige. Wieder ruhig ich und dann geht. Nein. Was für Kaviar, das Himbeermarmelade. Ich schwör dir. Ich find den Sound gerade insgesamt eigentlich nicht schlecht. Ich finde ihn auch gerade cool. Ich find auch, ja, ganz gut. Komm weiter. Aber warte, ich finde die Ambiente so, richtig geil. Ambiente ist stark. Wow. Das war jetzt nichts Schlechtes für mich. Also. Es war, hat, ja, diese, das gefällt mir auch viel mehr von UFO. Ja. Das, was wir, was haben wir einmal von ihm gehört? Das war nur so ein Ding, das Autotune-Gemurmel. So, einmal war das wirklich nur so ein Gemurmel. Ich wusste gar nicht, was ist. Ich habe mich tot gefühlt dabei, aber das gefällt mir wirklich. So, wenn du so Opernmusik auf so Autotune machst. Ey, man muss aber auch sagen, sorry. Wir sind nicht die, die das bewerten können. Absolut nicht. Nein, ich würde es wirklich sagen. Leute. Es gibt Leute, nein, lass mich sagen. Okay. Weil es gibt wirklich Leute, die das, was UFO machen, als wirklich als eine Kunst sehen. Und wir sind einfach noch nicht so. Ist auch berechtigt. Es ist auch eine Kunst. Aber wir sind einfach nicht in dieser Welt drin, um das dann auch schlecht reden zu können. Nee, es ist bestimmt in der Welt, wo es ist, ziemlich krank. Weil viele sagen, er hat sogar den besseren Part abgeliefert als, wie heißt der andere Sippi von Amiland? Future. Der Future. Ja, die Sache ist, das ist ja, ist nicht nur Geschmackssache, sondern einfach dieses breite Spektrum, was du an Musikkenntnisse haben musst, um das überhaupt verstehen zu können. Ich hab das nicht. Ich sag das so, weil es so ist. Ich hab ein bisschen, aber so weit wie UFO ist, hab ich's nicht. Null. Ja. UFO ist schon sehr, sehr weit. Weiter. Digga, du hast keinen Drip, nein, da hilft kein Balenciaga, nein. Digga, wenn du einen Job brauchst, wenn du willst, sei mein Fahrer. Ja. Ich verliere nicht mein Fokus. Bleib clean und das Cash kommt rein. Meine Watch ist voll, 3000 pro Edelstein. Wenn du machst kein Geld, also können wir nicht reden, nein. Gatte, Digga. Wir können nicht reden, weil du nicht mein Status hast. Ey, ich würde da drin gerne wohnen, geil, Alter. Ja. Ich würde in dem Wasser gerne wohnen. Da, aber guck mal, da ist dein Zimmer. Und du guckst runter, im Haus, hast einen Pool in der Mitte. Weil so wie das Ding geschnitten ist, sieht es aus, als wäre es auf jeden Fall die Mitte des Hauses. Kann man von da oben da runter springen, ohne dass man verletzt ist? Ich glaube, du würdest schon hart verletzt sein. Das ist, glaube ich, nur eins. Obwohl, wenn du so bis Dings machst, Rücken. Guck dir die Models, ja, dann, ja, da hättest du ein bisschen mehr Wasser. Nee, egal. Boah, das würde weh. Breite Oberfläche auftreffen. Aber du musst breit reinspringen, wie UFO, wenn er einen gebufft hat. Breit. Okay. Siehst du, wie ich lebe? Ja, ich hab da Tag und Nacht. Ja, du hatest den Kamera. Oh, du hast küsstisch nicht in Dinge ein, von denen du keine Ahnung hast. Digga, nein, die wieder Hard Times. Hard Times. Okay. Keine harten Zeiten. Es war ein Leopard, ne? Ich glaube, ja.
Aber so ein kleiner. Ja, Gefühl. So Baby-Leopard. Das ist mein Lieblingstier und der hat mir nachgemacht. Es war ein Gepard. Tell mal. Was? Meins war Gepard. Sicher? Nicht Leopard. Ich dachte immer, ihr hättet dieselben. Gepard sind diese schmalen, dünnen. Ja. Die schnellen. Ich dachte immer, ihr hättet dieselben Lieblingstiere. Er hat mir nachgemacht. Nein. Stopp drücken. Ich finde diesen. Ich finde den. Ja. Was hast du da gemacht? Was ist das? Guck dir mal diese Schlucht da an mit dem Mond. Wenn das, ey, als würde, guck mal, sieht so aus, als würde entweder der Mond da gleich runterfallen oder als wäre der von unten so hochgekommen. Weil der, siehst du, das ist so ein Loch. Echt coole Film. Nein, die Wolken, das sieht aus, als wäre das unten drunter irgendwie so Meer gespiegelt nach oben oder was. Sieht einfach gemalt aus. Ja, es ist echt gemalt. Danke, danke. Ja. Hast gut gesagt. Und der Eiskrieg muss sagen. Fendi. Besessen vom Satan. Ja. Auf einmal fliegt er. Aber guck mal, das ist das, was du gemacht hast. Amis würden, die Amerikaner würden jetzt Verschwörungstheorien aber auf Satan Vibes. UFO-Vibes. Ich habe UFO im Himmel gesehen. Oh! Das war gut. Ey? Aber das ist schon das, was wir erahnt haben. Der kritisiert das Ganze. Jeder will nur reich sein. Ja. Also. Boah, ich hab schon ja, lass mal nochmal noch reinhören, sorry. Lass mal nochmal. Boah, stimmt. Ah, okay, krass. Das ist gut auf, Papa Schwester. Das ist eine wichtige Stelle rausgehört, ey. Krass. Stabil. Du hast einen guten Beitrag in der Sorry, ich bin gerade todesüberzeugt. Das hat mich gerade auch überzeugt. Also, weil diese ganze Kulisse hat sich gewechselt, der Beat hat sich gewechselt. Nein, aber weißt du, in diesem Lied passiert gerade ziemlich viel. Weil als er gesagt hat, besessen vom Teufel, kam dieser Part. Das war krass. Und mein bester Freund ist Lucifer, hat er auch gesagt. Ich muss es mir nochmal richtig intensiv reinziehen. Ja, ich würde auch nochmal gerne reinziehen. Meine AP zeitlos, rich, rich, life gold, der Scheiß auf deiner Meinung. Warum redest du, wenn du kein Cash hast? Ah, das ist Warum Beat. Redest du, wenn du kein Cash hast? Kein Cash hast. Mach den Mund zu, wir sind rich, rich. Meine Family beschützt mich. Meine Family, ja. Voller Schwelle, Tobak, greatest hits. 100k, daily biz. Doppel-C, keine Ray-Ban. Ja, mein Life, ein Race-Race. Chase the money, ja, chase, chase. Das ist Cash auf dem Tisch. Echte Freunde, kein Spray. Ich finde es Bolly, was er ausgesucht hat. Der hat einen guten Vibe in dem Video. Also, nee, ihr Vibe stimmt in dem Video, das ist wichtig. Ja, der Typ hat Style. Ey, ich glaube, das sind zwei Positionen, die überhaupt nicht meins, aber der hat Style. Kann sein, ja. Weil das widerspricht ja das, was da ist. Das ist sehr interessant, was der da macht, ja. Und dieser ganze Sound, der ist auch, der macht das Thema irgendwie auch interessanter, findest du nicht auch? Ja. Das hat so einen dunklen Sound, der Sound ist nicht freudig. Der ist nicht so. Der ist interessant. Krass, wirklich krass. Ich glaube, da steckt so viel mehr in diesem Song, was wir nicht rausgehört haben. So, das musst du paar Mal. Guck, und jetzt hat er das Geld verbrannt. Ja. Dummkopf, weil er schenkt es doch mir, ey. Das neue Album, Richard. Schieb solche Namen. Rich, rich. So dumm, aber einfach auch geil. Das ist dieser Neuzeitflex, weißt du? Das erinnert mich ein bisschen an. Scheiße, wie ist es, wie ist die Marke nochmal von JBG1? Kollege von Pusher. Pusher, ja. Das erinnert mich ein bisschen an Pusher oben. Aber es gefällt mir gerade total. Ich mag es, wenn man so viele Sachen hinein interpretieren kann. Ja. Der hat verschiedene Perspektiven benutzt. Wait. So rein. Aber das ist so tiefsinnig. Das heißt,
Finde ich, natürlich, natürlich finde ich das mega gut. Ne? Ich soll jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nur so Draufgänger-Dinger mag, aber man muss sich wirklich, man kann sich nicht bei First Reaction so intensiv damit beschäftigen. Einmal wirklich in Ruhe, vor allem dir Zeit nehmen dafür, wenn du nicht mal beim Laufen oder so, sondern einfach zu Hause Kopfhörer rein und intensiv hören und drauf achten. Ja, bei UFO, auch mit dem Musikvideo. Ja, bei UFO, den steckt man schnell in diese Schublade. Ah, der macht diese komische Musik. Ja. Aber trotzdem ist er ein guter Lyriker. Hat man jetzt wieder gehört. Weißt du warum? Genau, ich habe nur ein Nice Girl 2.0 im Kopf. Was hast du im Kopf? 2.0? Nice Girl 2.0. Ja, das Lied so. Egal. Und da hatte ich hatte nur sowas Oberflächliches. Ich habe sowas gar nicht erwartet. Hat mich voll überzeugt. Ja. Batsch Cup ist ausverkauft. Frankfurt. Schade. Lass mal reingehen. Schnell auch? Hat der so viele Fans hier? Ja doch, der hat hier viele Fans. Oh, der wurde tot gehört. Du so hart beurteilen kannst und die anderen Städte kennst. Ja, aber Junge, Frankfurt ist schon hart, Junge. So, Leute, haut rein, falls euch das Video gefallen hat und unsere Meinung. Uns hat's gefallen. Uns hat's echt gefallen.